Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Heute mal, zumindest für eine Bücherwoche, in etwas ungewohnter Haltung sozusagen. Ja, ihr habt es vielleicht auf Instagram oder Facebook mitbekommen, ich habe mir etwas im Rücken zugezogen. Und zwar hatte ich einen eingeklemmten Nerv und der hat sich wohl auch leicht entzündet. Das kann man ja so immer schlecht sagen, und ich habe ja die ganze Woche unter Rückenschmerzen gelitten. Dementsprechend sehe ich heute auch noch so ein bisschen fertig vielleicht aus und habe es mir deswegen auf der Couch bequem gemacht mit zwei Kissen und einer Wärmflasche im Rücken, weil Sitzen, besonders das gerade Sitzen oder das im Schneidersitz Sitzen, was ja vor dem Bücherregal der Fall wäre, das geht einfach nur sehr schwer, halte ich so 10 Minuten, Viertelstunde durch, und heute geht es besser. Ich merke, dass die Therapie anschlägt. Ich habe 3 Spritzen die Woche bekommen, habe mir jeden Tag Reitstrom geholt, und es hilft. Ich merke auch, dass Wärme hilft, egal ob Rotlicht, ob Wärmflasche, ob Heizdecke, ob heißes Bad. Das hilft alles wunderbar. Auch die Schmerzmittel, die ich ab Mittwoch gegessen habe, besonders dann vor dem Schlafengehen, weil Schlaf ist wichtig, und ich musste feststellen, dass ich bei jeder Bewegung in der Nacht vor Schmerzen eigentlich wieder aufgewacht bin, und habe dann am Mittwoch auch zu meinem Arzt gesagt, so geht's nicht. Ich brauche irgendwas, gebt mir die Drogen. Ja, ganz schlimm war es nicht. Aber das hilft tatsächlich gut. Spazierengehen funktioniert gut, also Laufen geht relativ gut. Auch Liegen auf der Couch, schlümmelig, geht relativ gut. Aber sobald es in eine gerade Position für den Rücken geht, also man wirklich, das ist ganz schlecht. Also ich merke zum Beispiel beim Essen, wo man ja doch relativ aufrecht sitzt, dass das so nach 10 Minuten denke ich, oh Gott. Also ich war auch die Woche krankgeschrieben, bin jetzt auch noch bis Mittwoch weiterhin krankgeschrieben, weil ich jetzt einfach noch weiterhin den Reitstrom bekomme und natürlich auch erstmal sitzen können muss, bevor ich mich dann halt in der Arbeit, wo ich an den Schreibtisch setze. Und aber Lesen, Filme, Serien gucken hat relativ gut geklappt. Ich habe 4 Bücher gelesen, und das ist schon, man merkt, dass man einfach nichts anderes zu tun hat. Man wird aber auch recht schnell kirre und hat dann auch keine Lust mehr auf Lesen oder rumsitzen und denkt sich, oh, ich wäre viel lieber gesund. Also das ist definitiv, Gesundheit ist immer das Wichtigste. Man merkt das immer gerade, wenn man krank ist. Man denkt immer, ach, so eine Woche, man entspannt. Es ist aber halt nicht entspannend, ne? Wenn einem alles wehtut, man ständig den Rücken hin und her, und bis man so eine Position gefunden hat, ich denke, wie jetzt, relativ gut. Ich habe auf jeden Fall die 4 Bücher neben mir, werde sie aber dann zu den einzelnen Rezensionen definitiv einblenden. Ich muss auch mal gucken, wie ich das mit dem Schneiden hinbekomme, weil da müsste ich ja auch relativ lang am Schreibtisch sitzen. Ich muss mal gucken, wie ich das, ob ich das so ein bisschen in Schichten mache. Werde die Bücher aber dann nicht durchgängig während der Rezension hochhalten, was ich ja sonst bei echten Büchern immer gerne tue, sondern werde sie einblenden, weil ich werde es jetzt nicht schaffen, 30, 40 Minuten da Bücher hochzuhalten. Das gerade auch noch auf der rechten Seite, das wird nichts. Ich hoffe, das ist okay. Und ihr seht ja, dass die Bücher zu Beginn zumindest neben mir liegen. Also es sind 4 Bücher geworden. Ich habe ein Hörbuch begonnen. Ich habe eine Serie gesuchtet. Ich habe einen Film angeguckt. Dann ist das Leseklubbuch für den November startet. Das zeige ich kurz. Auch die Abstimmung steht schon fest für das Dezemberbuch. Das halte ich euch auch kurz in die Kamera. Und zum Nano, ja, da muss ich dann auch ein bisschen was erzählen, oder möchte ich, aber nicht so Gutes erzählen. Und ja, aber ich denke, wir fangen einfach mal an, ja, geht schon los, mit den Büchern. Und zwar das erste Buch, was ich gestartet habe ins Wochenende, war Die Entdeckung des Glücks von Isabel Brophy mit dem Untertitel Dein Leben fängt nicht erst nach der Arbeit an. Ein Buch, das ich in irgendeinem Mind Magazine entdeckt habe und das mir auch von der Aufmachung durch das Gold, also es ist auch innen wirklich Gold gehalten, super gut gefallen hat und mich sehr angesprochen hat. Dann habe ich mir in Nürnberg, ihr habt es vielleicht im Ausbeute-Video gesehen, zusammen mit der lieben Miriam, Illuminé gekauft und auch diese Woche gelesen von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Das ist der erste Teil der Illuminé-Akten und es ist auch wirklich ein absoluter Wälzer. Also ich merke gerade, das ist nicht so das Beste. Musste ich direkt anfangen, musste ich direkt lesen und war echt sehr gespannt, was mich da erwartet.
Dann war mir nach etwas für das Herz und ich habe zu Herzensräuber gegriffen von Beate Rügert. Ich hatte das auch mal bei einer Instagram-Umfrage zur Auswahl gestellt und es war meine erste Umfrage und es war sehr cool. Und dieses hübsche Büchlein ist gewählt worden und es hat einfach ein traumhaft schönes Cover. Und das letzte Buch, was ich heute früh noch im Bett beendet habe, ist Happy Minutes von Rebecca Borucki. Das habe ich schon mal vor einer Weile angefangen, habe es dann so ein bisschen gefühlt pausiert, hatte dann nicht so richtig mehr das Bedürfnis, da hinzugreifen und habe es aber dann gestern, ich glaube die letzten 150 Seiten oder ja 150 Seiten glaube ich gestern noch zu Ende gelesen und war da auch sehr gespannt, was es mit diesem Büchlein auf sich hat. Und ich habe zu hören begonnen mit Sleeping Beauties von Stephen und Owen King, das neue Buch von Stephen King. Und ich höre es, habe damit aber so meine Probleme, aber dazu dann natürlich später mehr. So, einmal die Position gewechselt. Es ist, sitzen, es ist definitiv nicht meins. Wir beginnen mit dem ersten Buch und zwar Die Entdeckung des Glücks von Isabel Prophet. Ich denke, man spricht sie so aus. Das Buch ist erschienen im September diesen Jahres im Mosaik Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet broschiert 16 Euro, als E-Book 13 und hat 240 Seiten. Und ich bilde mir ein, dass ich das irgendwo in der Flow oder in irgendeinem anderen meiner Magazine entdeckt habe, weil mich hier einfach angesprochen hat, dieser Gedanke, dass das Glück eben nicht erst nach der Arbeit anfängt, sondern halt auch schon theoretisch währenddessen. Das Buch ist ein Sachbuch und beschäftigt sich eben so ein bisschen mit dem Glück des Lebens. Was stellt sich der Mensch darunter vor? Warum kann Mensch grundsätzlich eigentlich nicht glücklich sein? Und was uns eigentlich selbst so ein bisschen im Wege steht. Und das Buch teilt sich in drei Teile, was ich sehr interessant fand, diese Gedankengänge, die so als Überschrift der Kapitel waren, und zwar warum wir unser Glück verhindern, wie wir es wiederfinden und was wir selbst dafür tun können. Ich fand auch, dass es sehr wirklich sinnvoll eingeteilt war, sehr viele Unterkapitel hatte, die wirklich so ganz prägnant die Themen auch besprochen haben. Ich fand das wirklich sehr gelungen, das hat mir gut gefallen, so als Leser. Und dann habe ich mir auch ein Zitat rausgeschrieben. Viele Menschen glauben, sie sind unglücklich, weil die Umstände nicht stimmen. Das zu niedrige Gehalt, der ungerechte Chef, die fehlende Freiheit. Dabei ist Glück etwas, was in uns selbst stattfindet. Jeder kann lernen, glücklich zu sein. Einer der größten Fehler ist der ständige Vergleich mit anderen, deren Leben uns von außen viel glücklicher erscheint. Und das ist so, sind so ein bisschen auch diese Kernpunkte, Wörter, die ich gerne verwende. Und ich bin ja, ich sag mal, ein geborener Optimist und bin das ja wirklich durchgängig in sehr vielen Themen. Natürlich gibt es immer einen Schlag vor dem Bug, das ist gar keine Frage, und Probleme, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss, und die gehe ich auch alle nicht mit einem Lachen an. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Glück und die Ruhe und das Glücklichsein von innen kommt und dass das Außen tatsächlich sehr wenig damit beeinflussen kann. Also natürlich, ich sage es mal, so eine Krankheit, schwerwiegend, jetzt nicht so wie meine, wo man weiß, das ist absehbar. Ich meine, da kann man nicht immer strahlend durch die Welt rennen, das ist mir ganz klar. Aber ich glaube, so normale Leben, wie sie ein großer Teil der Menschheit führt, dass da das Glücklichsein einfach von innen kommen muss und dass die wenigsten Menschen das aber in sich finden und wirklich die Schuld woanders finden. Und dieses Buch zeigt uns eben so ein bisschen und gibt uns Denkanstöße, wie man einfach das Glück in sich erkennen kann und eben die Glücksmomente aus dem Leben nimmt, für sich nimmt und daraus eben auch eine glückliche Einstellung macht. Und da geht es dann zum Beispiel auch wirklich um die Arbeit, wie viele ja frustriert sind über den Job, weil da ja gefühlt nichts stimmt und alles ist schlecht und alles ist stressig und alles ist blöd und die Kollegen und der Chef und das Gehalt und man kann da den ganzen Tag meckern. Man kann natürlich aber auch das Positive an diesen Dingen sehen. Und das fand ich hier gerade wirklich sehr trefflich beschrieben. Es heißt hier zum Beispiel, Arbeit beginnt am Arbeitsplatz, also wie der gestaltet ist. Und dass man natürlich bis zum gewissen Grad den auch für sich gestalten kann. Abwechslung in den Tag bringen, Power-Modus in Stillarbeit, Pausen machen, ganz wichtig. Ist wirklich ein Punkt, den ich sehr interessant fand, weil ich denke, wie viele Leute wirklich keine Pausen machen und so gefühlt 10 Stunden durchackern und sich dann wundern, dass irgendwie, ne, also dass das wichtig ist. Resümee und Ausblick, also auch einfach so den Tag festhalten, zu gucken, was war, was wird
und dass das wichtig ist und tolle Momente festhalten. Und das ist wirklich was, was ich immer wieder versuche, nie wirklich durchziehe. Eigentlich müsste man jeden Tag in sein Tagebuch, in sein Bullet Journal, in sein Notizbuch schreiben, tolle Dinge, die an diesem Tag passiert sind. Und das müssen nicht extravagant teure Wahnsinnsurlaubstage immer nur sein, sondern eine angenehme Mittagspause mit einer Kollegin, wo man vielleicht entspannt eine Runde spazieren gegangen ist. Oder dass man ein bisschen Sonne getankt hat, bevor man vielleicht ins Büro geht. Oder solche Dinge. Und man müsste das viel häufiger machen. Auch ich müsste das viel häufiger machen. Und wirklich immer wieder auch dankbar sein und die schönen Momente festhalten. Und es ist besonders gut gelungen in diesem Buch, weil Isabelle Prophet wirklich einen ganz eingängigen und lebhaften Schreibstil hat. Es in keinster Weise von oben herab erzählt wird und man wirklich immer das Gefühl hat, sie spricht zu einem persönlich. Und das finde ich wirklich sehr, sehr großartig. Man kommt sehr schnell in diesem Buch voran, man nimmt sehr viele Denkanstöße in diesem Buch mit und man fängt auch wirklich an, so sein eigenes Tun im Grunde nachzuvollziehen und darüber nachzudenken und so ein bisschen selbst zu reflektieren. Und man hat aber in keinster Weise das Gefühl, irgendwie belehrt zu werden. Und das finde ich immer ganz wichtig. Ich finde nämlich, es gibt nichts Schrecklicheres als jemand, der so ein Buch schreibt, einen Ratgeber mit Tipps und Tricks und dann immer so belehrend wirkt und immer so über dem Leser steht. Und sowas mag ich einfach gar nicht. Und das Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht, sondern es war immer so ein Miteinander, ein Handreichen und man nimmt sie als Leser und geht eben den gemeinsamen Weg weiter mit wirklich sehr hilfreichen Tipps. Natürlich bin ich schon eine Stufe gefühlt weiter als wahrscheinlich für den Menschen, der dieses Buch gedacht ist, weil ich eben schon ein sehr positiver Mensch bin, der viele Tipps, Kniffe, Ideen, Denkanstöße schon mal irgendwo gelesen habe. Ich beschäftige mich ja auch schon lang genug damit, das muss man auch einfach sagen, das ist das Rad neu erfinden, das gibt es natürlich nicht mehr, wenn man sich schon 10 Jahre mit so einem Thema beschäftigt. Dennoch ist für mich immer wichtig, mal so einen neuen Denkanstoß zu bekommen, neue Sichtweisen zu erlangen und auch einfach nochmal die Dinge von jemand anderem zu sehen und zu erfahren. Und da hat mir dieses Buch wirklich sehr weitergeholfen. Ich fand das wirklich gut. Selbst als Fortgeschrittener fand ich das wirklich toll erzählt. Ich mochte einfach, wie mir das erzählt wurde. Und es hat wirklich auch Spaß gemacht, es zu lesen. Also ich habe es auch so in 2-3 Schwipsen sozusagen durchgelesen gehabt, weil es wirklich ein lockerer, flockerer Stil war, der, glaube ich, auch einfach für Anfänger super geeignet ist, wenn man das erste Mal mit dieser Materie in Verbindung kommt und da im Grunde wirklich auch ein Gefühl dafür bekommen möchte und dass man eben Arbeit zum Beispiel auch nicht als Feind sehen sollte, sondern als das, was es ist. Und da werden einem dann eben auch unterschiedliche Wege gezeigt. Also mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Es hat mir wirklich nochmal so ein oder andere Denkanstöße gegeben und gerade an diesen tolle Momente festhalten. Da werde ich, denke ich, den ein oder anderen Kniff so ein bisschen mitnehmen und wie man dann eben auf die Dinge guckt, damit da tolle Momente draus werden. Das ist ja auch, manche haben ja ganz viele tolle Momente und nehmen die gar nicht so wahr. Und das finde ich wirklich gut und da kann ich das Buch auch wirklich empfehlen. Also wer so ein bisschen Glück in seinem Leben sucht und eigentlich vielleicht sogar weiß, dass es da ist, aber vielleicht manchmal so ein Hilfsmittel braucht, ich denke, für den ist dieses Buch absolut geeignet und sollte sich das auf jeden Fall mal näher anschauen. Dann habe ich mir in Nürnberg Illuminé gekauft von Amy Kaufmann und Jay Kristoff und war mega gespannt auf dieses andersartige Buch, was wirklich großartig in der Aufmachung ist. Und ich glaube, ich muss euch diese Aufmachung einfach kurz zeigen. Denn man sieht hier schon im Grunde im Buchschnitt, dass es ganz unterschiedliche Seiten gibt. Von schwarzen Seiten über Dialogseiten. Und also wirklich großartig in der Aufmachung. Eine ganz andere Art, ein Buch zu erzählen. Und es sieht auch unter dem roten Schutzumschlag mega aus. Also ja, ein Wahnsinnsbuch, was mich sehr angefixt hat auf BookTube und auch auf Rezensionen, die ich gesehen und gelesen habe. Und da kommt das Bild hier natürlich jetzt gar nicht hin, aber ich krieg's einfach nicht hin, das lange hochzuhalten. Das Buch ist dieses Jahr im Oktober im DTV-Verlag erschienen, kostet gebunden 20 Euro als E-Book 17, hat 610 Seiten, ist somit für mich ein Wälzer, was mich sehr freut.
Und ja, das Buch hat mich einfach optisch total angefixt. Und es ist eine Jugend-Science-Fiction-End-Apokalypsen-Story. Ich würde es, glaube ich, so einfach mal zusammenfassen. Was mich mega angesprochen hat und gerade der Erzählstil, der eben kein klassischer Roman ist, sondern verschiedene Dinge beinhaltet an Erzählungen, fand ich total spannend. Sehr interessant fand ich auch, als ich jetzt ein bisschen rumgeguckt habe und gesehen habe, dass es den zweiten Teil, Gemina, bereits gibt im Englischen und da zum Beispiel das Taschenbuch nur 4,76 Euro kostet. Ich finde das ein Riesenunterschied, dass bei uns das deutsche Hardcover 20 Euro kostet und das englische Taschenbuch 4,76. Und ich frage mich immer, muss es bei einem Jugendbuch wirklich Hardcover sein? Man weiß es nicht. Die Aufmachung rechtfertigt für mich absolut den Preis, gar keine Frage, aber ich finde das halt für ein Jugendbuch schon ein bisschen heftig. Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ich glaube, da waren 40 Mark, die es ja dann waren, also schon recht viel Geld um für ein Buch, das man halt dann so gefühlt in 3 Tagen gelesen hat, ja, dann auszugeben. Aber gut. Ich habe es mir gekauft und es hat mich einfach mega angesprochen und dementsprechend konnte es auch nicht lange auf meinem Sub verweilen. Und ja, wir begleiten hier im Grunde Ezra und Katie, die ein Paar waren, sich getrennt haben und am nächsten Tag feststellen, dass die Hölle über sie hereinbricht. Denn ja, es passieren ganz viele Dinge an dem Ort, wo sie gerade sich befinden. Denn der Ort ist bekannt für etwas, was er abbaut. Und ja, beide sind somit auf der Flucht. Landen beide in unterschiedlichen Raumschiffen und können da mehr oder weniger auch miteinander Kontakt halten über E-Mails, über Chats. Und es gibt dann auch noch eine künstliche Intelligenz Aiden, die allerdings beschädigt wurde und ja, nicht immer alles rund läuft, wie man sich das so vorstellen kann. Und ja, wir begleiten mehr oder weniger jetzt die beiden eben bei den Dingen, die sie da tun. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich denke, dass man auch relativ schnell spoilern kann oder dann eben auch schon Dinge suggeriert, die in der Geschichte einfach zum Entdecken sind. Und ja, das Ganze in einer sehr jugendlichen Sprache, also gerade wenn die beiden Mails schreiben oder überhaupt auch befragt werden und man dann Interviews dazu lesen kann, ist das schon eine sehr jugendslängige Sprache, die ich nicht sehr angenehm zu lesen fand. Und da kommen wir schon zu diesem großen Kritikpunkt von mir. Es ist ein Jugendbuch, das sprachlich nicht sehr schön ist, was ich sehr schade finde. Denn ich finde, man kann Jugendsprache durchaus auch ein bisschen anders rüberbringen und habe genügend Beispiele hier stehen, wo ich mir denke, sprachlich war das schöner. Der ganz große Lobpunkt geht definitiv an die Art der Erzählung. Also, dass man hier Reports hat, dass man E-Mails hat, dass man Interviews hat, dass alles irgendwie nochmal gekennzeichnet ist. Was ist das? Ist das eine E-Mail, die verschickt wurde, eine E-Mail, die nicht verschickt wurde, dass Schimpfwörter geschwärzt wurden, dass man auch mal inoffizielle Dinge liest, dass man ein Logbuch hat. Alles sehr gemischte Eindrücke, die ich sehr toll fand, so theoretisch. Und das mir ja zum Beispiel bei Giants auch schon mega gefallen hat. Allerdings, jetzt kommt hier wieder der große Kritikpunkt, man wird irgendwie mit der Geschichte nicht warm. Also mir fiel es unglaublich schwer, in die Geschichte zu kommen. Ich glaube, so die ersten 150 Seiten habe ich gebraucht, um überhaupt irgendwie all die Menschen, die da irgendwie eine Rolle spielen, aufzunehmen, zu begreifen, wer ist wo, wer schreibt gerade diese E-Mail. Also es ist unglaublich schwer, da im Fluss zu bleiben. Und man muss halt hier gerade bei den nicht verschickten E-Mails immer aufpassen, was wurde geschrieben, ist dem anderen das bekannt oder wissen nur wir das, weil wir die sehen, und dann ergeben sich manchmal auch Chaosknoten im Kopf. Sowas definitiv bei mir. Und mich hat das eben alles wirklich sehr verwirrt. Also ich habe sehr oft nachgeguckt, wer, was, wann, wo, wie, wo bin ich gerade, in welchem Zusammenhang wird das erzählt, wo macht die Befragung gerade Sinn, Logbuch, also mich hat das unglaublich verwirrt und ich habe wirklich gefühlt sehr lange gebraucht, um immer wieder nach einer Pause in die Geschichte reinzukommen. Und ich habe es mir auch einfach anders vorgestellt. Es wurde so gehypt, dieses Buch. Ich hatte Riesenerwartungen und wahrscheinlich waren diese Riesenerwartungen auch einfach daran schuld, denn sie mussten eigentlich einfach
Ja, also es konnte einfach gar nicht so werden, wie ich mir dieses Buch vorgestellt habe. Für mich ist es jetzt nicht ein kompletter Flop. Es gab auch keinen Moment, wo ich dachte, das breche ich ab, denn es hatte schon gewisse Spannungsmomente und es hat halt natürlich durch die Aufmachung schon sehr beeindruckt, denn sowas muss einem als Autorenpaar sozusagen ja auch erstmal von der Hand, von der Feder gehen. Was man für mich definitiv gespürt hat, ist, dass da zwei Autoren am Werk waren. Ähnlich wie es ja, also Amy Kaufman ist ja zum Beispiel auch die Autorin von These Broken Stars. Und ich fand, da hat man auch schon gemerkt, dass eben zwei Perspektiven erzählt werden von zwei unterschiedlichen Autoren. Das ist ja das, was ich persönlich immer schön und wichtig finde, wenn man einen Perspektivwechsel hat, dass eben eine zweite Perspektive immer anders denkt als die erste Perspektive. Also wenn jetzt zwei Menschen miteinander eine Geschichte erzählen, legt ja jeder anderen Wert auf manche Dinge, sieht die Dinge anders, erzählt auch Dinge anders. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als bei Perspektivwechsel, wenn die einfach viel zu ähnlich klingen. Ich finde, ein ganz großer Künstler davon ist George R. Martin, der wirklich pro Kapitel, was ja von einer Protagonistin einem Erzählstrang erzählt, wirklich da andere Worte gefühlt verwendet werden, andere Dinge wertgelegt werden, über die erzählt wird. Und das hat man hier zum Beispiel ganz positiv angemerkt, auch gespürt, dass eben einfach zwei Autoren am Werk waren, die natürlich die Welt anders wahrnehmen, selbst wenn es die gleiche Welt ist. Und das hat mir gut gefallen. Und das hat natürlich auch eine gewisse Spannung gebracht und gerade so dieses Miteinander, dieses Science-Fiction-Setting hat mir gut gefallen. So diese Endzeitkatastrophe, irgendwas. Ja, es war halt gefühlt auch alles schon mal da. Es war nicht mega innovativ. Es ist jetzt kein Gefühl, da wurde abgeschrieben. Das habe ich nicht. Aber wenn man eben schon viele dystopische, endzeitapokalyptische Jugendgeschichten gelesen hat, Gott, schwierig, dann kennt man das eben schon. Dann weiß man auch, wie Jugendliche agieren, dann weiß man eben auch, in welche Richtung es geht und dann war es auch ein bisschen vorhersehbar. Und ich glaube, dass das Buch, wenn man Jugendlicher ist und noch nicht mit der Thematik so vertraut, wie es ich vielleicht bin, das klingt zu blöd, so meine ich das nicht, aber ich denke, ihr versteht, wie ich das meine, dann ist das wirklich ein klasse Buch. Dann hat man dann absolutes Lesegenuss, einfach weil es auch ganz anders aufgebaut ist und auch ganz anders erzählt wird als andere Bücher. Das ist gar keine Frage. Deswegen kann ich da halt wirklich eher so ein Gut-Aber-Bewertung im Grunde geben, weil es war definitiv nicht schlecht. Es hat mich schon gefesselt und ich wollte weiterlesen, aber so diese hohe Erwartung, die ich hatte, wurden eben einfach nicht erfüllt, was ich einfach schade finde. Und ich mir das einfach so für mich wirklich gewünscht hätte, dass hier so ein absolutes geflashtes Buch kommt. Und ich halt manchmal wirklich lieber zu einem anderen Buch gegriffen habe, als darin weiterzulesen. Was so für mich ein Zeichen ist, klar habe ich jetzt den ganzen Tag Zeit gehabt zu lesen und man hätte das ja so in einem Atemzug auch weghauchen können. Ja, ihr versteht. Das hat es tatsächlich nicht. Es ist ein okay Buch, mehr und weniger aber leider auch nicht. Und das enttäuscht mich halt besonders, einfach für mich selbst, weil ich so viel davon erwartet habe und zum Beispiel es halt nicht an Giants herankommt, was zwar halt auch diese unterschiedlichen Perspektiven zeigt in Interviews, Tagebucheinträgen und sonstigem, aber man da eben Nähe entstehen hat lassen, die hier nicht zustande kam. Die Charaktere blieben blass, man kam an sie nicht heran, man lernte sie gefühlt nicht richtig kennen, man hatte kein Bild vor Augen, überhaupt waren die Beschreibungen so für mich ein bisschen mau und irgendwie gerade diese Charaktere, die man eben 600 Seiten lang verfolgt, die waren nicht immer greifbar und die ließen einen emotional auch nicht ran und das fällt halt dann so bei einer Endzeit-Apokalypse ein bisschen schwer, weil da muss man natürlich emotional ein bisschen mitgehen. Aber ja, und so habe ich dann nach diesem Büchlein auf Instagram gefragt, meine erste Umfrage gemacht, das war sehr aufregend, welches Büchlein, was so eine ähnliche Thematik hat, ich denn als nächstes lesen sollte. Und entschieden wurde dann Herzensräuber von Beate Riegert.
Das ist ein Buch, das im Juli diesen Jahres im Blanc-Vallée Verlag erschienen ist, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Das Taschenbuch kostet 10 Euro und das E-Book 5 und ihr seht schon dieses wunderschöne Cover, das mich total angesprochen hat und ich weiß auch nicht mehr, wo ich über dieses Buch drüber gefallen bin, ob mir das beim Verlag blättern irgendwo oder in irgendeiner Zeitschrift, Magazin über den Weg lief. Ich krieg's nicht mehr hin. Das Buch hat 480 Seiten und ich habe das Buch an einem Tag durchgesuchtet. Ja, ich habe es nachmittags begonnen, abends, nachts und danach konnte ich erst in aller Ruhe schlafen und es war wirklich eine wunderbare Geschichte. Es ist ein überraschendes Highlight in einem Genre, das mich ja selten extrem begeistern kann. Ja, begeistern, erfreuen kann. Es durchaus auch 5-Sterne-Buch in diesem Genre gibt, aber eher selten. Aber dieses Buch hat es geschafft, mein Herz zu räubern sozusagen. Und es war einfach ein absoluter Lesegenuss. Denn es geht hier um den Hund Zola, der in Spanien lebt, dem es eigentlich gut gegangen ist, bis sein Herrchen, der Briefträger, gestorben ist, er dann zum Straßenhund wird, aber dort eigentlich merkt, ich bin kein Straßenhund, ich bin ein Menschenhund und ich will auch irgendwie wieder unter Menschen kommen. Und er eines Tages Tobias trifft, einen Touristen, der ihn ja mit in seine Ferienwohnung nimmt und dort auch mit Essen versorgt und in Zola so ein bisschen Angst im Grunde rüberbringt, weil Zola denkt, ja, Touristen füttern uns immer mal, aber sie nehmen uns dann nicht mit und danach wissen wir nicht, wer kommt. Und vielleicht lässt der mich auch wieder hier zurück. Doch Tobias kümmert sich darum, dass er mit dem Hund nach Deutschland reisen kann. Und so landet Zola in Deutschland, in einem Antiquariat. Denn Tobias hat jenes. Und leider geht es Tobias damit aber nicht sehr gut. Und er hat auch so ein bisschen Probleme mit seiner Ex-Freundin und auch seine Oma ist leider nicht die fitteste. Doch es gibt natürlich so ein paar Wendungen, die eben dazu führen, dass Zola ein Antiquariatshund wird oder ist oder wie auch immer und eine besondere Gabe hat. Denn sie kann anhand des Schnupperns an Menschen und den Büchern das passende Buch für den Menschen erschnuppern. Und finde da eben auch die Möglichkeit, dass die Menschen zu diesem Büchlein kommen. Und das alles in einer wunderbaren winterlichen Atmosphäre, die mir unglaublich gut gefallen hat, obwohl es winterlich war. Ja, die Geschichte wird, und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, aus der Sicht von Zola erzählt. Also unser Zola-Hund erzählt uns mit den Augen eines Hundes, die Geschichte und zeigt uns, wie merkwürdig wir Menschen wohl manchmal auf andere Lebewesen einfach sind. Nimmt natürlich die Welt ganz anders wahr. Und das klingt, also entweder das ist absolut bescheuert oder es ist wie in diesem Buch absolut genial. Denn ich finde, Beate Rigert hat das wirklich unglaublich gut gemacht und hat Zola eine wunderbare Stimme gegeben, die wirklich auf Kleinigkeiten geachtet hat, diese eben so als Hund wahrgenommen hat und wirklich sehr viel auch über das scheinbare Denken des Hundes erzählt hat. Also gerade so die Anfänge fand ich wirklich ganz toll mit diesen Straßenhunden und man kennt das ja auch oft aus dem Urlaub, wo man sich denkt, ja, ich füttere diese Katzen oder Hunde, was passiert aber, wenn ich weg bin? Und natürlich haben wir alle nicht die Möglichkeit, jeden Hund, jede Katze von der Straße zu retten und versucht natürlich so mehr oder weniger das Beste, aber fasel hier schon wieder so rum. Auf jeden Fall haben mir diese Gedanken unglaublich gut gefallen und man ist direkt mit Zola verbunden und lacht über die Geschehnisse des Menschen, man schüttelt über den Kopf, wenn der Mensch mal wieder nicht richtig tickt und es war einfach ganz bezaubernd und ich fand wirklich richtig schön, wie diese Dinge rübergebracht wurden und es war an keinster Weise irgendwie merkwürdig oder übertrieben, sondern wirklich sehr schön erzählt und ich finde, es gibt tatsächlich nur wenig Bücher, die mich überzeugen konnte, wenn eine Geschichte aus Sicht der Tiere zum Beispiel erzählt wurde. Sehr schön war im letzten Jahr die Katze des Dalai Lama, die ja in eine ähnliche Richtung geht, also wo auch die Katze erzählt und hier finde ich, ist das wirklich ähnlich gut gelungen.
gelungen und hat wirklich besonderen Spaß gemacht. Es gibt sehr liebenswürdige Charaktere neben Tobias, von denen ich jetzt aber gar nichts verraten möchte, die sehr viel Tiefgang bekommen, die sehr detailreich beschrieben werden, zu denen man wirklich einen Bezug bekommt, man mit denen mitfühlt, man mitgehen kann, wirklich Emotionen aufbaut, die wirklich auch sehr lebendig und echt gewirkt haben und man wirklich den Eindruck hatte, ja, so ticken Menschen und Hund wahrscheinlich wirklich. Es war sehr herzerwärmend, es hat mich sehr berührt, es hat mich zum Lachen, zum Weinen, zum Schwärmen gebracht und es hat mich wirklich im Innern mitgenommen und wirklich auch auf eine Reise mitgenommen, die ich total schön fand und auch die Geschichten von den einzelnen Büchern und den einzelnen Menschen und es war einfach eine ganz tolle Geschichte. Es war, ist für mich ein absolutes Highlight. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich so begeistert, so mitnimmt, mitreißt, mich so packt. Und es hat aber absolut alles gestimmt. Es gibt nichts zu meckern. Es gab so den ein oder anderen Kopfschüttelmoment. Aber nicht, weil ich das irgendwie merkwürdig finde, was da erzählt wurde, sondern weil Menschen eben manchmal so reagieren, dass man eben auch nur mit dem Kopf schütteln kann. Ich glaube, so hat es jetzt irgendwie gestimmt. Und dementsprechend gab es natürlich solche Momente auch, die aber gar keinen Abbruch getan haben. Es war so eine echte Geschichte und ich fand auch Zola einfach so liebenswürdig gezeichnet und hinten schreibt dann eben auch die Autorin, dass sie selbst zusammen mit ihrem Mann, glaube ich, wenn es der Mann war, eben auch einen Hund mal adoptiert haben, der natürlich so ein bisschen ein gewisses Vorbild war und ich kann mir das einfach unglaublich gut vorstellen. Tiere verändern einfach den Menschen, die Menschen und das hat man hier drin eben auch einfach gemerkt und auch wenn ich eigentlich ein Katzenfan bin und es gibt ja immer diese Katzen und diese Hundefraktion, bin ich trotzdem ein großer Freund von Hunden und kann in dieser Geschichte einfach absolut mitfühlen, absolut mitgehen und einfach begeistert sein. Ich kann diese Geschichte jedem Tierfreund, der was fürs Herz sucht, kann ich diese Geschichte absolut nahelegen, denn die war einfach so schön und einfach so gefühlvoll und gerade wenn man auch E-Books liest für 4 Euro, kann man wirklich überhaupt nichts verkehrt machen und ich fand es einfach toll. Ich fand es wunderbar und muss direkt mal gucken, ob die Autorin noch was in ähnliche Richtung veröffentlicht hat, weil ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn sie es schafft, mich durch Hundesicht so zu begeistern, wer weiß, wie sie es dann für andere Geschichten, andere Bücher schafft. Und für mich ein absolutes Highlight, was mich wirklich gepackt hat, begeistert hat und immer heute noch zu Schmunzlern neige, wenn ich an Zola denke und an manche Situationen aus dem Buch, was mir tatsächlich eher selten passiert bei dieser Art von Büchern. Die sind ja eher so, man liest sie, man findet sie schön, man vergisst sie, aber ich finde, Zola bleibt einem in Erinnerung und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, und das letzte Buch, was ich heute früh im Bett beendet habe, war dann Happy Minutes von Rebecca Borucki. Das ist im September diesen Jahres im Integral Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Kostet broschiert 17 Euro, als E-Book 14 Euro und hat 300 Seiten. Und das habe ich bestimmt auch irgendwie irgendwo so entdeckt und fand die Unterschrift des Buches wirklich spannend, die eben da hieß 4 Minuten, die dein Leben verändern und dass es hier eben um kleinere Meditationen geht und überhaupt um Meditation, dass die eben nicht immer eine halbe Stunde dauern muss, sondern eben man auch mit 4 Minuten etwas bewirken kann. Ich selbst mache schon relativ lange Meditation, ein bisschen später als dem Yoga. Ich würde jetzt mal sagen so 6-7 Jahre. Ich mache das mal mehr, mal weniger regelmäßig und bin aber jemand, der sich anfangs sehr schwer getan hat mit der Meditation, dieses Gedanken fassen, ganz neutral betrachten, was will mir dieser Gedanke sagen und ihn dann ziehen lassen. Und bin dafür gefühlt auch einfach ein zu ungeduldiger Mensch gewesen und bin ich auch heute manchmal noch. Also es gibt auch heute Tage, da klappt so eine Meditation nicht auf Anhieb und es ist eben nicht einfach nur, ich entspanne, lege mich hin und schlafe, sondern Meditation ist ja ein sehr wacher Zustand und ein sehr bewusster Zustand und einfach ein Zustand, wo man im Hier und Jetzt ist. Und ich fand das einen sehr interessanten Ansatz mit den 4 Minuten, dass das eben reicht, um seinem Körper etwas Gutes zu tun,
Ich fand persönlich zu Beginn 4 Minuten schon ein bisschen wenig, weil da habe ich ja kaum angefangen, müsste ich ja schon wieder aufhören. Aber der Ansatz von Rebecca Borucki ist natürlich, dass eben 4 Minuten überall stattfinden können. Und man gefühlt sogar, wenn man eben von einem Ort zum anderen läuft, zum Beispiel eine Gehmeditation macht. Und da macht man dann weder die Augen zu, noch sitzt man entspannt aufrecht irgendwo, sondern nimmt eben gewisse andere Dinge wahr. Und das fand ich sehr spannend und sehr interessant. Und ich finde, Rebecca Borucki gibt auch gute Ansätze. Und ich finde, dass für Anfänger dieses Buch genauso wenig geeignet ist wie für Fortgeschrittene. Ja, also ich habe hier ein großes Aber, dass der Gedanke von 4 Minuten Meditation zwar schon irgendwie gut ist, dass auch manches Hilfreiches in diesem Buch steht, aber ich persönlich einfach finde, dass es viel zu theoretisch ist. Also ich finde, Rebecca Borucki hätte viel mehr praktische Beispiele bringen müssen. Sie hat das ganz gut gemacht in dem Chakra-Teil. Also es geht dann auch mal um die Chakren im Körper, wie man die aktiviert. Und ich finde, das hat sie tatsächlich sehr praxisnah erzählt, wie man das tun kann, was es bewirkt, woran man vielleicht es sogar merkt, dass sich etwas verändert. Denn der Mensch wartet ja immer darauf, wenn er etwas tut, dass er etwas spürt. Am besten ist man ja am nächsten Tag dann gleich gesund. Das klappt natürlich nicht. Und auch Meditation ist ein relativ langer Weg, bis man tatsächlich, wenn nicht sogar ein Leben lang, daran arbeitet, dass es so ist, wie es sein soll. Also das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen. Rebecca Borucki schafft es für mich aber überhaupt nicht, das praxisnah rüberzubringen. Es klingt unglaublich theoretisch, es klingt unglaublich schwierig und ich habe ständig das Gefühl, belehrt zu werden. Und da kommen wir zum Punkt, was ich bei Die Entdeckung des Glücks eben gerade noch positiv gesagt habe, dass ich hier eben eine Autorin habe, die mich an die Hand nimmt. Bei Rebecca Borucki hatte ich ständig das Gefühl, dass jemand mit erhobenen Zeigefinger neben mir sitzt. Und auch wenn sie das auf eine sehr sachliche Art macht, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie mich an die Hand nimmt, sondern mir ständig auch mit gewissen Konstellationen des Erzählens immer gesagt hat, ja, das machst du sowieso falsch, weil. Und ich mir immer dachte, das weißt du doch überhaupt nicht. Also ich bin auch jemand, die dann in den Dialog tritt mit ihrem Buch. Das kann ich auch sehr gut mit Sport-DVDs, mit dieser Trainern dann irgendwie diskutieren. Ja, das kann ich auch mit Büchern sehr gut, wo ich dann einfach dagegen meckere. Und das hat bei dem Buch auch sehr gut geklappt. Hat mich echt tierisch aufgeregt, manches, wo ich echt dachte, dass die setzt da voraus irgendwelche Dinge, die vielleicht bei einem Einzelnen der Fall sind, aber nicht bei 90% der Leser und setzt das hin und das macht ihr sowieso alle falsch. Und dann auch immer so diese Pauschalisierung. Und ich fand schon so die Anfangstipps für die Meditation total merkwürdig erklärt. Also, dass sie da Fragen beantwortet, die scheinbar ganz viele ihr gestellt haben. Unter anderem, ob man denn unbedingt sitzen muss in der Meditation. Dass sie natürlich mit Nein beantwortet, denn es geht ja hier nicht um Entspannen, sondern ums Wachsein. Und ich fand damals, mein Meditationslehrer hat das ganz wunderbar erklärt und hat uns einleuchtend vermittelt, warum man eben sitzt und warum die Atmung frei sein muss und sonstiges. Und sie wirft direkt erstmal so rein in diese Kerbe und wir sind ja hier nicht zum Schlafen und bla bla bla. Und ich denke so, bleib doch einfach mal ein bisschen gechillt. Ja, also ich habe tatsächlich mit der Autorin im Dialog sozusagen versucht, einen Weg zu finden. Es ist mir leider nicht geglückt, weil sie mir natürlich nicht geantwortet hat. Ich mochte tatsächlich die Erzählweise nicht wirklich gern lesen. Mir hat das nicht sehr viel Lesespaß gebracht. Es gab den ein oder anderen Denkanstoß. Darüber bin ich auch sehr dankbar, gerade wo ich zum Beispiel immer denke, ist das jetzt ein Moment, wo ich tatsächlich einfach mal so dieses mache, wo ich mal so diesen Moment suche und man zweifelt ja oftmals so an sich selbst und an seinem Bauchgefühl und da gibt es wirklich schöne Gedankengänge von Rebecca Borucki, die mir so ein bisschen auch suggerieren, dass das alles so passt und gut ist und dass man das einfach mal machen muss und ausnutzen sollte und ja, das fand ich wirklich gut. Da kann ich was mit anfangen, da kann ich mitgehen, aber ja, bei vielen nicht. Und ich finde eben auch, dass das Buch auch nicht für Anfänger geeignet ist. Was ich ja oft sage, ist, dass ich eben schon belesen bin und mich vielleicht tiefer mit Themen beschäftigt habe, als jemand, der das Buch zum ersten Mal in die Hand nimmt, weil es ist viel zu theoretisch. Es gibt hier zig Mantras, die sie uns erzählt und ich denke so, und die soll ich jetzt wohl alle auswendig lernen und soll dann auch noch wissen, wann ich welches anwende und welches was in mir auslöst. Und ich mir so denke, das funktioniert nicht mit Lesen. Und ich habe auch auf einer Rezension, glaube ich, gelesen, wo jemand geschrieben hat,
Eine CD wäre irgendwie hilfreich gewesen. Ja, also geführte Meditationen sind natürlich immer viel einfacher, gerade für Anfänger. Das hat man hier natürlich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das so viel Sinn gemacht hätte, wenn mir jemand ein Mantra 4 Minuten vorplappert. Ein Mantra muss ja von innen kommen. Aber ich finde, viel wichtiger wäre gewesen, vielleicht ordentlich zu beschreiben, für was ist dieses Mantra und dass man aus allem ein Mantra machen kann. Und wie jeder Einzelne für sich sein Mantra findet. Und das ist, ja, mir hat das Buch leider nicht so gut gefallen. Ich fand es okay, es gab 3-4 Denkanstöße, die ich mitnehme, die ich mir auch rausgeschrieben habe, aber alles in allem kann ich es weder für Anfänger noch für Fortgeschrittene empfehlen, denn ich wäre hier jetzt auch wieder der Typ, der sagt, denk nicht lange nach, mach einfach. Und bei 4 Minuten Meditation, ja, ich glaube tatsächlich, dass es etwas bringt, dass es nicht auf eine halbe Stunde ankommt und man gerade so eine Gehmeditation am Morgen bestimmt gut machen kann. Aber da gibt es auch gefühlt, glaube ich, einfach bessere Literatur. Oder man googelt einfach mal nach einer Gehmeditation, auf was man achten sollte, wenn man das tut. Und da brauche ich kein Buch, was dann Happy Minutes heißt. Also leider eher ein Flop als ein Top. Es war okay, aber mehr auch nicht. Es gab so manchen Aufregermoment für mich, der, denke ich, für den Blutdruck ganz gut war, aber alles in allem leider nicht so mein Fall war. Und ja, auch leider nicht so mein Fall. Und das hat einen ganz merkwürdigen Grund, ist ja im Grunde das letzte Hörbuch, das ich angefangen habe diese Woche. Und zwar habe ich mit Sleeping Beauties von Stephen Owen King angefangen, es zu hören. Es ist jetzt ganz frisch am 13. November diesen Jahres bei Heine erschienen, kostet gebunden 28 Euro, als E-Book 20 Euro und bei Audible gab es das eben für einen Gutschein. Es hat 960 Seiten und dauert ungefähr ein bisschen was über 27 Stunden und wird gesprochen von David Nathan, eigentlich einem Hörbuchsprecher, den ich unglaublich gerne zuhöre. Und dann eben immer das Gefühl habe, Christian Bale oder Johnny Depp lesen mir da was vor. Ich habe auch letztens irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass ja David Nathan auch die Synchronstimme von Spike war aus Buffy. Das ist mir bewusst gar nicht so aufgefallen, aber als ich so drüber nachdachte, dachte ich, ja stimmt, das ist die gleiche Stimme, was dem Ganzen einen lustigen Akzent gibt. Ich habe ein Problem, allerdings nicht mit der Geschichte und auch nicht mit dem Buch. Abgesehen vom Preis von 28 Euro, die ich wirklich übertrieben finde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe ein Problem, dass der Sprecher David Nathan ist. Und jetzt werden manche mich verzweifelt angucken und sagen, hat sie nicht gerade gesagt, dass er ihr eigentlich gut gefällt? Ja, das ist tatsächlich so. Aber ich habe ja das Hörspiel Monster 1983 gehört. Und da war David Nathan unser Sheriff Cody. Und in meinem Kopfkino war Sheriff Cody eben ein knackiger Christian Bale in Sheriff-Uniform. Und immer wenn jetzt David Nathan mir etwas aus Stephen King vorliest, sehe ich den knackigen Christian Bale vor mir in Sheriff-Uniform. Und ich kann das überhaupt nicht in meinem Kopf irgendwie trennen oder mit mir vereinbaren, dass eben Christian Bale in Sheriff-Uniform mir Stephen King vorliest. Und jetzt werden ein paar den Kopf schütteln und denken, die Steffi hier scheint die Tabletten irgendwie anzuschlagen. Es kann durchaus sein. Ich habe damit aber wirklich ein Problem. Ich komme nicht in die Geschichte rein. Ich spule ständig wieder zurück, weil ich irgendwie nicht der Geschichte gefolgt bin, keine Bilder zur Geschichte vor Augen hatte, weil ich ständig Christian Bale in Uniform vor mir sehe. Und ja, sollte euch dieser Ausdruck jetzt schon nerven, glaubt mir, mich nervt das auch. Ja, das ist mein Problem gerade mit Sleeping Beauties. Ich habe gerade so 3-3,5 Stunden gehört. Ich fand auch den Einstieg in die Geschichte gut. Diese Vorstellung, dass da eben irgendetwas um sich geht und Frauen einschlafen, nicht mehr aufwachen, um sie irgendwas umweben. Soweit bin ich, glaube ich, gefühlt in der Geschichte noch gar nicht, aber darum wird es ja gehen. Und ich glaube auch vom Tempo erkennen zu können, dass Owen King, der Sohn von Stephen King, sozusagen wahrscheinlich ein positives Eindruck auf seinen Vater macht, denn die Geschichte geht relativ zügig zur Sache, hatte ich so zumindest das Gefühl. Ich komme aber einfach nicht rein, weil, ja, ihr wisst jetzt wahrscheinlich, Christian Bale in sexy Uniform. Ja, ich weiß noch nicht, was ich tue, ob ich mir vielleicht tatsächlich das E-Book hole. Ich habe echt ein Problem mit dem Hörbuch und es tut mir echt unglaublich leid, das sagen zu müssen, weil ich David Nathan sonst wirklich gerne höre, aber ich glaube, dass Monster 83 gerade noch zu frisch ist und ich eben dieses Kopfkino habe und ich kann es nicht ausschalten und theoretisch sollte man das ja auch nicht. Ich meine, Kopfkino ist ja immer gut und Fantasie sowieso und ich finde, man braucht für ein Hörbuch ja auch eine gewisse Vorstellungskraft und dass man der Geschichte folgt und
Ja, das ist mein Problem mit Sleeping Beauties. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde es vielleicht nochmal versuchen oder mir doch irgendwie das E-Book dann mal holen. Ja, so wie es jetzt diese Woche funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat, geht es halt tatsächlich nicht. Also es tut mir auch wirklich im Herzen leid. Und ich würde unglaublich gern den Stephen King lesen, hören, wie auch immer. Aber ich kriege es mit David Nathan nicht gebacken. Was an Christian Bale in Uniform liegt. Ja, so für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben. Ja, ja, so viel zu den Büchern dieser Woche. Ich habe auch, hier ein bisschen weit weggelegt, ja, diese Woche die Hücke gelesen. Das ist die dritte Ausgabe und ich liebe diese auch wieder sehr. Ich sie favorisiert mit Flow wirklich so auf Platz 1 meiner Mindstyle-Magazine, obwohl es ja weniger Mindstyle ist als Hücke. Und Hücke ist ja das Gemütlichkeitsgefühl. Und ich habe von dem Autor des Hücke-Buchs, Mike irgendwas, ich glaube, er ist auch hier diesmal drin, wenn ich mich nicht irre, habe ich auch schon das nächste Buch, Lücke mit Y, das wieder ganz, ich glaube, es war ein Interview von ihm hier drin, wenn ich mich nicht total täusche, wenn es nicht das andere Magazin war. Ja, so ist es manchmal, ne? Ich bin eben verwirrt und total verpeilt in dieser Woche, es tut mir auch echt leid. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses diese Woche gelesen und war wieder sehr begeistert und ich ziehe daraus wirklich ganz, ganz viel und es macht einfach Spaß, diese Gemütlichkeit in einem Magazin zu haben und das dann auch so aufs Leben zu übertragen. Und es ist ein ganz tolles Rezept für gebrannte Mandeln drin, was ich unbedingt ausprobieren möchte in der Vorweihnachtszeit. Denn ich komme so langsam in Herbststimmung und ich denke, dann kann durchaus in 2 Wochen, wann ja schon der erste Advent ist, auch die Weihnachtsstimmung dazukommen. Und ja, kann ich absolut empfehlen. War auch, glaube ich, die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Oh, da liegt sogar noch mein Lesezeichen drin. Und ich glaube, die nächste Ausgabe kommt dann erst im Januar. Ich glaube, die erscheint ja nur alle 6 Wochen. Ja, am 10. Januar kann ich mir ganz gut merken. Ist vor meinem Geburtstag. Muss ich aber noch in meinen Kalender eintragen. Und ja, darin war enthalten ein schönes Lesezeichen aus der Flow. Denn ich auch meine Magazine ja mit Lesezeichen versehe. Und ja, das mag vielleicht verrückt sein. Aber ja, ich glaube, dass ich verrückt bin an mancher Stelle, das wisst ihr schon. Ja, ansonsten, diese Woche war es das zumindest lesetechnisch, war ja auch tatsächlich eine ganze Menge. Ich habe in dieser Woche aber nicht nur viel gelesen, sondern auch ein bisschen Netflix gesuchtet. Und zwar habe ich Sinner angeschaut. Eine Serie basierend auf dem Buch Die Sünderin von Petra Hammes war, einer deutschen Krimi-Thriller-Autorin. Die mir von Paddy empfohlen wurde. Paddy hatte, glaube ich, auch in 2 Tagen durchgesuchtet. Und ich wäre wohl nie auf diese Serie so aufmerksam geworden, weil ich es wohl ein bisschen zu Blut-Thriller-mäßig gefunden hätte. Aber wenn Paddy sagt, guck mal rein, dann mache ich das. Und ja, fand einfach ihre Schwärmereien auch ganz großartig. Und so habe ich Sinner mir angeguckt mit Jessica Biel. Ich glaube sogar, sie produziert die Serie mit. Und es ist bei dieser Serie geplant, pro Staffel ein Buch von der Autorin im Grunde zu übernehmen. Und ja, Die Sünderin klingt nach einem spannenden Buch, wäre jetzt wohl zu frisch, es zu lesen. Ich habe mir definitiv aber schon 2, 3 Bücher von Petra Hammersfarmer auf die Wunschliste gesetzt. Und muss hier wirklich sagen, bei The Sinner oder Sinner, dass das eine grandiose Psycho-Thriller-Serie ist. Also es ist eine Story, die ja wirklich großes Kino eigentlich bietet, denn wir haben hier eine junge Frau in einem Vorort, die eine kleine Familie hat, einen Sohn hat, wo man so ein bisschen erfährt, dass ja mit den Eltern so ein bisschen was komisch war, dass die sehr religiös waren, dass auch mit ihrer Schwester irgendwas passiert sein muss, die sehr schwer krank war von Geburt an. Auch der Mann von ihr ist so ein bisschen merkwürdig, gerade in Bezug auf seine Mutter. Und eines Tages, sie schält gerade noch einen Apfel oder eine Birne für ihren Sohn am See, scheint sie irgendwie ja, auszuticken und sticht mit dem Obstmesser einen anderen Badegast nieder. Und zwar so, dass dieser noch vor Ort stirbt. Und ja, alle sich natürlich fragen, warum und weshalb und was hat sie dazu getrieben und was kann das bedeuten. Und sie im Grunde aber sich schuldig spricht und sagt, ja, war ich. Und dann natürlich das Rätselraten ein bisschen rumgeht, warum und weshalb. Und wir hier eben ja einen Sheriff haben, also einen, nein, kein Sheriff, nicht wieder Christian Bale, nein. Also einen Sergeant, was auch immer er genau war,
der eben sagt, da steckt irgendwas hinter und der wissen will, was und wie und warum und wie aus dieser Frau das werden konnte. Und ich glaube, es waren 7, 8 Folgen, eine Dreiviertelstunde, die unglaublich spannend waren, packend waren, sehr unter die Haut gingen, die sehr beklemmend waren und wirklich so dieses typische, für mich, Psychothriller-Gefühl ausgelöst haben, was eben so ein Psychothriller mit einem als Zuschauer in dem Fall eben macht. Denn es spielt eben ganz viel im Kopf mit und es muss gar nicht gezeigt werden oder wirklich niedergeschrieben sein, sondern der Kopf. Und da sind wir wieder beim Kopfkino. Das fand ich wirklich toll. Also die Story hat mich sehr mitgerissen, es hat mich sehr ergriffen und es waren wirklich beklemmende Momente, wo man einfach gar nicht wusste, wohin mit diesem Gefühl und das einen wirklich sehr, ja, tiefgründig mitnimmt. Und es war toll gemacht, es war sehr spannend, es war schauspielerisch von Jessica Biel wirklich großartig gemacht und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin mega gespannt auf die nächste Staffel. Ich bin auch gespannt, mal den Roman von Petra Hamesfahr zu lesen. Und ich glaube, das muss auf jeden Fall in diesem Jahr noch sein. Mal gucken, welches Büchlein ich mir da vielleicht gebe. Ich fand das wirklich toll. Also ich weiß natürlich nicht, wie sie als Adaption zum Buch sein wird. Ich habe schon gelesen, dass man natürlich Namen verändert hat, weil die natürlich sehr deutsch sind. Wir hier eine amerikanische Serie haben. Aber ich werde Die Sünderin definitiv mal lesen, möchte aber den Film bzw. die Serie eben ein Stück abwarten, damit die Bilder nicht so konstant im Kopf sind und natürlich auch dieses Spannungsgefühl es sich ausbreiten kann. Eine absolute Empfehlung, jeder, der Psychothriller gerne liest, schaut, ist bei Sinner auf Netflix auf jeden Fall richtig. Und dann so ein bisschen was fürs Gefühl habe ich mir angeguckt. Mr. Holmes mit Ian McKellen, ein Film-Drama aus 2015. Und ich bin ja bekennender Sherlock Holmes-Fan und auch wenn ich noch keine Geschichte gelesen habe, fand ich die Serie ja wirklich brillant mit Benedict Cumberbatch und habe mich hier sehr gefreut, dass Ian McKellen Sherlock Holmes spielt, einen 93-jährigen Sherlock Holmes, der so ein bisschen an Demenz leidet und aber noch so ein paar Fragen zu seinem letzten Fall offen hat und uns eben in diesem Film erzählt, was wirklich Wahrheit war, wie ihnen die Detektivfälle so passiert sind und was eben Watson so dazu gedichtet hat in den Erzählungen. Denn hier wird uns eben auch erzählt, dass Watson eben die Geschichten niedergeschrieben hat und was halt da künstlerische Freiheit war. Zum Beispiel, dass er eben keine Pfeife geraucht hat, sondern lieber Zigarre. Und das natürlich mit einem brillanten Ian McKellen, den ich einfach großartig finde als Schauspieler. Und da meine ich nicht nur damit, dass er Gandalf toll spielte, sondern es gibt eine Vielzahl an Filmen, in denen er großartig war. Und so auch in diesem Film, in dem er eben einen alternden Sherlock spielt, der manchmal eben sogar vergisst, wer, was und wo er ist und es sich mit dem einen oder anderen Gebrechen, das er eben nicht lösen kann, zu tun hat und eben dann auch überlegt, ja, was das Leben noch so bringt und wie man im Grunde auch etwas hinterlässt. Und es ist schon ein klassisches Drama, würde ich es sagen. Es hatte sehr berührende und bedrückende Momente und man ahnt natürlich so manches und wenn man halt Sherlock so ein bisschen kennt, in welche Richtung es geht. Mir persönlich haben diese Sherlock-Momente ein bisschen gefehlt, so dieses, oh Watson, ich habe eine Idee. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ja, es ist halt eine Geschichte über einen alten Mann sozusagen, der sich eben Gedanken um das nach ihm macht. Und ganz egal, ob das ein Sherlock Holmes ist oder eben nicht. Das ist natürlich so ein schöner Gedankengang, was ist aus Sherlock Holmes geworden? Und das hat mir gut gefallen. Es war eine schöne Geschichte, es war schön erzählt, es war filmerisch wirklich toll gemacht. Sehr schöne Bilder, wie die eingefangen wurden, Gefühle, Emotionen aufgebaut wurden, hat mir gut gefallen. Kann ich empfehlen, ist wirklich ein schöner Film, auch wenn man kein Sherlock Holmes Fan ist.
Aber man sollte nicht zu viel Sherlock erwarten. Das muss man vielleicht einfach dazu sagen. Ja, dann beginnt ab morgen, ja, ab dem 20. Das Leseklubbuch für den November. Wir lesen ja zusammen Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Es ist, glaube ich, das vierte Mal, dass ich dieses Buch lese. Ich freue mich sehr darauf, bin sehr gespannt und es ist ja auch schon wunderbar eingeteilt. Und ich denke, ja, heute oder spätestens morgen werden dann auch die einzelnen Posts für die Leseabschnitte auftauchen. Und ich freue mich sehr auf den Reread, denn das letzte Mal ist schon locker über 10 Jahre her. Und dann der Gewinner des Leseclub-Buches für den Dezember. Da haben wir ja Weihnachtliches, Winterliches uns ausgesucht. Ist ja Musso geworden, eine himmlische Begegnung. Und auch das habe ich habe ja schließlich Zeit, schon eingeteilt und wird auch in den nächsten Tagen dann gezeigt, wann es losgeht. Es geht am 14. Dezember los, sodass wir am 22. Dezember fertig sind. Denn es soll ja uns in Weihnachts-Winterstimmung bringen. Und da wäre es ja blöd, wenn man das erst Ende des Monats liest, wenn Weihnachten dann schon vorbei ist. Dementsprechend starten wir hier schon am 14. Ihr habt also dann doch noch gut 3 Wochen ja, mehr oder weniger Zeit, das Buch euch zu besorgen. Und ja, wie ihr seht, bei mir ist es schon eingezogen und ich freue mich sehr auf eine himmlische Begegnung. Und es heißt hier hinten so schön, dieser Roman ist gefährlich, Sie können ihn nicht mehr aus der Hand legen. Und darauf hoffe ich. Und dass man dann vielleicht tatsächlich vielleicht schon einen Tag eher fertig ist, weil man das Ende noch schnell gelesen haben möchte. Dann habe ich ja in den letzten 2 Bücherwochen, ja, glaube ich, auch über den NaNoWriMo geschrieben, also den schreibenden Monat. Und hier muss ich für diese Woche leider verkünden, dass ich gar nicht geschrieben habe, denn ich konnte mich einfach nicht längere Zeit an meinen Schreibtisch setzen und habe dann sogar versucht, ja, eine App zu finden, der ich diktieren kann, die da einen Text draus macht, den ich dann vielleicht mir irgendwie per E-Mail zukommen lassen könnte, um dann in der Geschichte weiterzukommen. Habe aber da nichts gefunden, was mir wirklich irgendwie gefallen hätte. Und ich habe es versucht, mich auch mal an den Schreibtisch zu setzen. Sitzen war aber überhaupt nicht möglich. Also es ist wirklich wie wenn alles im Rücken zerspringt und gerade dieses gerade Sitzen, wie es dann eben auf den Schreibtischstühlen ist, geht halt gar nicht. Ich meine, man sieht es auch hier, dass man hier so ein bisschen schräger sitzt und ein bisschen, na, also gerade so Hohlkreuz ist ein wunderbares Sitzgefühl, ich finde. Und ja, dementsprechend ist das Schreiben diese Woche komplett hinuntergefallen. Ich sehe es aber noch nicht als verzweifelt beendet an. Vielleicht hänge ich die Wochen eben einfach hinten ran und schreibe im Dezember weiter. Ich habe aber tatsächlich auch ein bisschen an meiner eigenen Geschichte rum überlegt, ob ich ja, diese wirklich auch beende, ob ich wirklich so überzeugt bin von der Geschichte, da im Grunde Zeit zu investieren. Ich muss da nochmal so ein bisschen in mich gehen. Ja, aber diese Woche leider gar nichts geschrieben. Ich hatte ja die letzten Worte am Donnerstag vor einer Woche geschrieben. Freitag vor einer Woche war ich in Nürnberg. Samstag kam ich nicht dazu. Ich habe Sonntag noch geschrieben, allerdings glaube nur so ein paar 800-900 Worte. Und dann wirklich ab dem Moment, wo ich krank war, gar nicht mehr, weil ich konnte einfach nicht am Schreibtisch sitzen. Da wäre vielleicht ein Laptop nicht schlecht gewesen, den man irgendwie mit auf die Couch hätte legen können. Aber auch da hätte man sich ja irgendwie ordentlich zum Schreiben, ich weiß nicht. Also so richtig, ja, wenn es einem halt nicht gut geht, ne, das ist einfach ärgerlich und man ist halt einfach lieber gesund. Aber in dem Moment geht die Gesundheit auch einfach vor und ich hätte mich da nicht an den Schreibtisch irgendwie gequält und ja. Ja, ich glaube, soweit habe ich jetzt auch alles von dieser Woche. Ja, die natürlich auch ein bisschen YouTube-lastig war. Also ich natürlich mit meinem Chromecast mir auch ein paar Videos anschauen konnte, was mich auch sehr gefreut hat. Serientechnisch natürlich gut lief mit Cinna. Und man natürlich auch Netflix wunderbar per Chromecast an den Fernseher schickt. Also es ist schon praktisch, was es alles gibt. Und dass man eben kaum groß noch an den PC müsste für solche Dinge. Jetzt hoffe ich, dass ich dieses Video einigermaßen geschnitten bekomme, nicht zu lange dran sitzen muss. Ja, und gegebenenfalls das mit Pausen einfach mache. Aber das merkt ihr ja nicht. Je nachdem, wann dann morgen das Video, also für euch heute, also am Sonntag, online geht. Und ja.
Ja, probieren wir es mal mit Sleeping Beauties. Vielleicht wird es irgendwie besser. Ja, also es war eine ziemlich gemischte Lesewoche, wie ihr gemerkt habt. Aber so ist das eben einfach, wenn man ein paar Bücher hat, da sind eben halt Ausreißer dabei. Sehr schön ist einfach, dass ein kleines Highlight beim Herzensräuber dabei war, das ich wirklich total toll fand. Und wirklich auch die Serie Sinha kann ich absolut empfehlen. Die fand ich wirklich auch großartig. Und ja, das hat dann die Woche des Krankseins doch ein bisschen erträglicher gemacht. Mal gucken, wie es die nächsten Tage geht und auch in Bezug auf nächste Woche, ob es Videos geben wird. Da müsst ihr einfach mal gucken, da weiß ich noch nicht. Mal schauen, wie es mir am Montag, Dienstag, Mittwoch gehen wird. Den Kingsiana Hangout mussten wir ja wieder verschieben. Das tut mir auch unglaublich leid. Aber ich denke, dass wir es auf jeden Fall im November noch hinbekommen, dass wir uns da zusammensetzen, wir vier. War aber einfach nicht möglich. Wenn man nicht sitzen kann, dann würde man sich auch einfach nicht wohlfühlen. Und aber guckt da auf den Social-Media-Kanälen von uns Vieren. Da werden wir auf jeden Fall euch auf den Laufenden halten. Und das war's, denke ich, jetzt auch zu dieser Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon oder habt einen Lesetipp von Petra Hammesfahr. Das würde mich natürlich interessieren, wenn ihr die Autorin schon kennt und vielleicht sogar die Sünderin kennt und da vielleicht sogar ein bisschen erzählen könnt, wie da der Vergleich zur Serie ist, fände ich sehr interessant. Und danke nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.